Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem mittlerweile Oberhäuptling Ulrich von Rana. In der letzten Folge haben wir es dann tatsächlich geschafft und haben unser Oberhäuptlingstum gegründet und ja, haben mehr oder weniger uns militärisch nochmal etwas gestärkt und haben dann auch gleich unseren Anspruch geltend gemacht auf die Baronie oder die Grafschaft von Werle und haben unserem Nachbarn Pommern den Krieg erklärt. Und wir müssen damit rechnen, dass sein Verbündeter oder dass der Verbündeter von Oberhäuptling Bretislav, Oberhäuptling Wratislav von Pommerellen uns ebenfalls den Krieg erklären wird. Weitere Verbünde hat er momentan nicht. Wir haben unsere Verbündeten schon gegen Ende der letzten Folge in diesen Krieg mit reingerufen. Vlota und Niederschlesien. Und jetzt wollen wir erstmal unsere Armee ausheben und danach hoffen, dass unsere Verbündeten pünktlich zu diesem Krieg erscheinen und uns nicht verhungern lassen und uns den Krieg noch verlieren lassen. Entschuldigt, kleiner Sprachfehler heute. So, dann lassen wir das mal langsam ein bisschen vorlaufen. Vlota ist schon beigetreten, hervorragend. Die haben allerdings noch nicht ihre Armee ausgehoben. Das wird hoffentlich noch kommen. Aber Pommern hat die Armee schon ausgehoben und die verfügen über 3378 Mann. Das heißt nur eine Handvoll mehr Männer als wir. Das ist schon mal sehr gut. Wir können ja auch mal genau gucken, was sie für eine Armee haben. Sie haben 973 reguläre Soldaten, also Aufgebote. Dann haben sie 100 Speerträger, 100 Bogenschützen und 200 Plänkler. Das ist schon mal ziemlich gut, weil wir können ihre leichte, zumindest eine ihrer leichten Plänkler mit unseren Bogenschützen besiegen. Und ihre Bogenschützen können wir mit unserer Reiterei besiegen. Das heißt, unsere neu gegründete Speerträgerinfanterie ist jetzt ein bisschen, ja, nutzlos nicht. Die kämpfen ja trotzdem mit, aber die kontern halt nichts. Aber ansonsten gefällt mir das sehr gut mit der Aufstellung. Wir könnten es wahrscheinlich auch ohne Probleme mit dieser Armee aufnehmen. So. Und Niederschlesien ist auch in den Krieg eingetreten. Hervorragend. Niederschlesien verfügt über 2200 Mann. Wenn die hier aufschlagen, dann haben wir den Krieg quasi schon gewonnen. So, sie wollten erst nach Wolgast rein, haben sich jetzt aber zurückgezogen und gehen über Werle. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Ach, jetzt wird Vlota hier aufgehalten, oder? Häuptlingstum von Vlota. Was ist denn das jetzt für ein... Ist Vlota jetzt auch in dem Krieg? Wir hatten letztes Mal doch schon geguckt und da war Vlota in keinerlei Konflikt. Ah, okay, das sind Plünderer aus Lutetia, direkt vom Nachbarstaat. Die wehrt Vlota gerade noch ab. Es sieht aber... Doch, es sieht gut aus für Vlota. Ich habe jetzt gerade... aus der falschen Richtung, aus der falschen Perspektive das beobachtet. Ja doch, Vlota gewinnt. Und da kommen die 2200 Mann aus Niederschlesien. Hervorragend. Sie sind, oder sie machen sich wirklich direkt auf den Weg. Das ist sehr, sehr gut. Und hier ist noch eine Schlacht von Pommerellen. Da wird die Armee von Pommerellen aufgehalten. Gegen die kämpfen gegen Santok? Aber Santok ist doch Pommern. Mein Gott, Leute, was ist hier los? Das ist ja wirklich... Hier ist ja jeder mit jedem in irgendeinem Krieg oder in irgendeiner Verteidigung verstrickt. Tatsächlich. Angreifen gegen Oberhäuptling Wratislav von Pommerellen. Das heißt, hier ist ein Graf aus Pommern, der pfeift auf das Bündnis, was Pommern mit Pommerellen hat, und erklärt Pommerellen einfach mal den Krieg. Und um was geht's da genau? Kann man das... Ups, nein. Walsch. Okay. Dieser Graf möchte Walsch von Pommerellen zurückerobern. Okay. Ist da irgendeine Grundlage, die dahinter steckt? Mein Gott, in was sind wir jetzt da reingeraten? Das ist ja...
Okay. Das soll uns dann erstmal herzlich egal sein. Das können wir jetzt auf die Schnelle auch nicht rausfinden. Wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir unseren Krieg gewinnen. Und ich sehe gerade, dass die Armee von Pommern gar nicht mehr in Sichtweite ist. Das heißt, wir werden einfach mal nach Werle marschieren und werden die Festung, die sich dort befindet, belagern. Okay. Okay, Oberhäuptling Bratislav von Pomerellen ist einem Krieg beigetreten. Okay, ja, das ist ja, ist unserem Krieg beigetreten, quasi auf Seiten des Gegners. Vlota hat die Schlacht gewonnen. Sehr gut. Die scheinen die ganze Armee besiegt zu haben, oder? Ach nee, da ist er noch mit. Okay. So, ah, und da ist die Armee von Pommern, ja. Unsere Belagerung dauert 7 Monate mit einem Fortschritt pro Tag. Wir sollten vielleicht auch mal drüber nachdenken, gibt's das schon? Belagerungswaffen? Nein, gibt's noch nicht. Irgendwann hat man die Möglichkeit, hier auch noch in den Kriegsvölkern Belagerungswaffen auszubilden oder zu bauen. Und dann geht das mit den Belagerungen auch noch ein ganzes Stück schneller. Aber dieser Fortschritt ist wahrscheinlich nicht mal in unserem Zeitalter. Kriegselefanten, Langschiffe. Das sind nur zivile, militärisch. Kasernen Onagar. Doch, Onagar würden sogar in unserer Epoche noch erforscht werden können. Unser Kulturoberhaupt, der Oberhäuptling Bratislav von Pommern übrigens, der konnte entscheiden als Kulturoberhaupt, was er jetzt gerade entwickeln möchte, und er hat sich für öffentliche Bauarbeiten entschieden. Okay, was bringt das denn überhaupt? Gemeinden errechnen den maximalen Malus für bestehende Entwicklungen nun bei 20. Okay, was bedeutet das? Gemeinden erreichen den maximalen Malus für bestehende Entwicklungen nun bei 20 Entwicklungen. Okay, das heißt, man kann nicht mehr unter 20 Entwicklungen fallen, oder? Okay, das werde ich nochmal recherchieren müssen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu unserem Krieg zurück. Wir halten uns hier mit unwichtigen Dingen auf, während wir hier eine Belagerung stattfinden lassen. Ja, das ist gut, solange die Armee von Pomerellen hier aufgehalten wird. Ach nee, die wurden eben aufgehalten. Jetzt sind sie in eine Schlacht gegen Niederschlesien verwickelt. Und hier findet vielleicht gleich die nächste Schlacht statt. Also müssen wir gucken, dass wir uns einmischen und Vlota natürlich helfen. Aber Niederschlesien scheint hier gerade aufgerieben zu werden. Und Vlota kommt zu Hilfe bei der Belagerung. Ja, das läuft sehr gut. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und da hat das Bündnis die erste Niederlage erfahren. Leider können wir das Schlachtergebnis nicht einsehen. Das hätte mich jetzt interessiert. Na, die Armee von Pommern weiß nicht so wirklich, was sie tun soll. Noch 3 Monate. Und kommt es jetzt hier zur nächsten Schlacht? Nein. Ist das ein bisschen verbuggt? Kann das sein? Kleine Anzeige-Bug hier. Das scheint mir fast so, dass mit der Armee von Niederschlesien irgendwas nicht richtig ist. Na gut. Wolgast steht unter Belagerung. Okay. Wir haben noch 60 Tage, bei ihnen dauert es noch 7 Monate. Wenn wir Werle erobert haben, werden wir sofort nach Wolgast rüberziehen. Und dann können wir die Armee von Pommern hoffentlich stellen. Ein bisschen schneller. Hervorragend. Und da war es das auch schon. Und wie machen wir das jetzt am besten? Indem wir hier hinziehen. Und dann darüber. Ich glaube, so machen wir es. Wir ziehen erst hier hin. Und es scheint, dass die Schlacht in 8 Tagen stattfindet. Ja, okay. Also stellen wir jetzt die Armee von Pommern. Die Vorhersage... Ja, die Vorhersage ist immer so ein bisschen kritisch. Ich vertraue der einfach nicht.
Er sagt, dass wir den Bonus einer Waldverteidigung bekommen, was aber völliger Quatsch ist, weil die Armee von Pommern ja hier quasi schon belagert und in diesem Gebiet vorhanden ist. Bessere Armeebefehlshaber. Was ist, haben wir? Ein 18er. Die haben ein 14er. Okay, das stimmt. Mehr Truppen. Ja, okay, mit unseren Verbündeten. Stimmt das auch? Höhere Güte ist auch Quatsch. Wir haben alle dieselbe Güte. Also ich persönlich würde jetzt mal behaupten, dass Paradox an diesen Schlachtvorhersagen auf jeden Fall noch ein bisschen was patchen muss. Denn das stimmt teilweise vorne und hinten nicht. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay. So, und da beginnt es. Gucken wir nochmal. Unsere Bogenschützen machen das leichte Fußvolk nieder. Unsere Connies. Die Bogenschützen, aber unsere Connies werden gleichzeitig von den Pikenieren gekontert. Die haben nämlich auch Pikeniere. Okay. Ja, ja, das könnte hohe Verluste für unsere Reiterei bedeuten. Und unser Champion Borislav konnte Häuptling Aaron erschlagen. Wow. Den müssen wir uns schon mal vormerken. Der hat einen Häuptling vom Feind getötet. Borislav, wer ist das? Ach, Borislav war ja der Gegner. Das war bei uns, war das ja der Aaron. Die andere, Jiri, Gleb, Ulrich, Christoph. Ah, dann war das bestimmt aus der Armee von Vlota jemand. Na gut. Ansonsten hätte ich mir den jetzt vorgemerkt, weil wenn wir jetzt Werle noch erobern, dann haben wir über 3 Domänen, die wir besitzen können oder dürfen. Und dann könnte es mit der, oder dann wird es mit der Zeit passieren, dass wir Mali bekommen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und müssen uns dann überlegen, wem wir eine unserer Grafschaften überlassen. Dass der die dann quasi regiert. Oh, 479 Soldaten sind noch übrig. 860 Verluste auf Seiten von Pommern. Und wir sind gerade mit 115 Verlusten davon gekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Das war ein schwerer Schlag für Pommern. Das war ein schwerer Schlag. Und wir werden auch direkt nachsetzen und werden die nächste Provinz, nämlich Wolin, belagern und hoffentlich dann auch erobern. Aber was soll sich uns jetzt noch in den Weg stellen? Die Armee von Pommern ist quasi zerschlagen und die Armee von Pommerellen ist anderweitig beschäftigt. Wahnsinn. Ja, ist klar. Wenn ein Graf von Pommern Pommerellen den Krieg erklärt, da wird Pommerellen ja wohl erstmal mit diesem Graf abrechnen wollen, anstatt Pommerellen oder Pommern nochmal zu helfen bei einem anderen Krieg. Also verstehe ich voll und ganz, dass die jetzt erstmal hier regeln, das regeln wollen. Kann nur gut für uns sein. Ja, das sind ja tolle Verbündeten, die beiden. Das müssen wir im Auge behalten. Das entwickelt sich vielleicht noch zu einer guten Situation für uns, was wir in naher Zukunft ausnutzen können. Dass die beiden, obwohl sie ein Bündnis pflegen, sich noch so in die Wolle kriegen. So, da kommt die Armee von Pommern wieder zurück. Aber sie wird von der Armee von Niederschlesien gejagt. Sehr, sehr gut. Na, leider nicht abgefangen. Oh, doch. Okay, bevor wir diese Schlacht uns angucken und die Bewagung weitermachen, können wir uns einen neuen Vorzug in unserem Lebenswandel freischalten. Allglatt. Verführungskomplott erfolgt, Chance plus 25. Okay. Ich würde jetzt ja eigentlich sagen, dass wir unsere neuen Talente, die wir erlernt haben, dass die Erfolgschance bei einem Verführungskomplott erhöht sind und so weiter, dass wir das mal machen. Aber das ist einfach nicht im Sinne unseres Charakters. Wir haben erstmal, wollen wir unsere Frau nicht enttäuschen, weil die uns so wunderbar unterstützt in unseren Kriegsführungsangelegenheiten. Und zweitens sind wir gerecht. Und ich glaube nicht, dass ein gerechter Mensch seine Frau so verraten würde. Gucken, was ist denn unser Sohn eigentlich mittlerweile für einer? Er ist tapfer, er ist lüstern und ruhig. Okay.
Ja, das wird auch eine interessante Regentschaft, denke ich. Gut. So, hier geht's richtig zur Sache. Pommern kriegt nochmal auf die Mütze. Und hat nochmal über 300 Soldaten verloren. Wahnsinn. Ja, ich glaube, der Krieg ist für die beiden gelaufen. Aber ich meine, Pomerellen hat auch noch fast 1000 Mann. Schreien wir nicht zu laut. Und eine Blume in der Wildnis. Die dritte Nacht in Folge sitze ich am selben Tisch im selben Gasthaus. Von hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf den Tresen und das bezaubernde Personal dahinter. Mein Tagtraum wird hier unterbrochen. Also, also unser Häuptling ist wirklich ein Träumer, habe ich das Gefühl. Erst das mit dem Hirsch. Dann ist er auch noch besessen und sieht irgendwelche komischen Sachen. Und na gut. Okay. Mein Tagtraum wird je unterbrochen, als Häuptling Jaromir von Vlota einen Krug auf den Tisch hämmert. Ihr starten schon den ganzen Abend Hanna an, flüstert er mit einem verwegenen Lächeln. Ich kann das gut verstehen, sie ist eine bezaubernde Frau. Soll ich euch vorstellen? Okay, ja, wir waren ja gerade bei diesem Thema. Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Ihr kennt sie, das ist perfekt. Das ist eine Ränkespiel-Herausforderung. Okay. Wer ist denn überhaupt Hanna? Oh, von höherer Geburt. Wunderschön. Ein Riese. Ehrgeizig, religiöser Eiferer und faul. Sie gehört dem Hause Grifita an. Okay. Landlos. Und sie befindet sich in Rana. Also vermutlich auf Rügen. Oder Stralsund. Okay. Sie ist von unserer Kultur und unserem Glauben. Oh, das Haus wurde in diesem Jahr gegründet. Auch interessant. Und hat nur ein lebendes Mitglied. Was sagt das über sie aus? Ich denke, in Crusader Kings 3 ist es nach meinem Wissen nur möglich, einen Adelstitel zu erhalten, wenn man wenigstens eine Grafschaft von seinem Lehnsherrn bekommt. Also das wird dann vielleicht ihr... Sie ist 19. Sie kann ja nicht schon ihren Mann verloren haben. Okay, also da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein bei ihr. Aber okay, kommen wir zum Event zurück. Ihr kennt sie, das ist perfekt. Da hätten wir eine 88%ige Chance. Ich kann mich entscheiden, wie es weitergeht. Häuptling Jaromir wird euer Freund. Ihr haltet 50 Ränkespiel-Lebenswandel-Erfahrung. Oder Hanna wird bei 11% nicht auf meine Avancen eingehen. Das würde ich gern selbst erledigen. 74%, ich wickle Hanna um den kleinen Finger. Dann kann ich mich entscheiden, wie es weitergeht. Und wir halten 300 Ränkespiel-Lebenserfahrung. Und da ist 25%, sie geht nicht auf unsere Avancen ein. Und ich bin nur zum Trinken hier. Okay. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ich möchte das jetzt nicht grundsätzlich ablehnen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er sich schon durch seine Arroganz bewusst ist, dass er Frauen um den Finger wickeln kann. Und dass er vielleicht ab und zu einfach sich selbst noch davon überzeugen will, dass er es noch drauf hat. Simpel ausgedrückt. Und dass es gar nicht vielleicht so weit kommen müsste, dass er mit ihr eine intime Beziehung eingeht, weil er das halt nicht seiner Frau antun möchte. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wir reden hier immer noch über einen arroganten Charakter. Ja. Und da wir auch so arrogant sind, würde ich auch nicht sagen, dass unser Jaromir von Vlota, unser Verbündeter, dass der das für uns tut, sondern wenn, dann müssten wir das selber machen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Ja, ich glaube, das könnte schon irgendwo passen. Und außerdem haben wir ja nur eine 74%ige Chance, dass es klappt. Mal gucken, wie das weitergeht. Okay.
Ich habe Hannah schon mehr Avancen abblitzen lassen sehen, als ich zählen kann. Jemand mit weniger Willenskraft als ich wäre da wohl eingeschüchtert, doch zum Glück habe ich die Fehler meiner Vorgänger studiert. Die Unterhaltung läuft gut. Mir war gar nicht bewusst, wie viel ich mit dem gewöhnlichen Volk gemeinsam habe. Da spricht unsere Arroganz. Als ich aufstehen und gehen will, legt Hannah die Hand auf meinen Arm. Sie fragt mich, ob ich ein Zimmer für die Nacht brauche. Ein Zimmer für zwei, wenn ich ihren Blick richtig deute. Oha, okay, es wird ernst. Jetzt haben wir wieder drei Möglichkeiten. Für die Nacht, wie wäre es mit jeder Nacht? Sie würde 20 Meinungen von uns bekommen und wir würden 300 Ränkespiel Lebenswandel Erfahrung erhalten. Geht voran, mein Zuckerstück? Okay, und bei dem oberen wird sie zusätzlich noch zu unserer Affäre. Bei dem unteren ist es quasi ein One-Night-Stand. Und bei dem ganz unten, das schmeichelt mir, aber ich wollte mich nur unterhalten. Ihr haltet 10 Jahre lang unerreichbar. Sie erhält trotzdem 20 Meinungen von uns und wir kriegen trotzdem die Ränkespiel-Lebenswandel-Erfahrung. Okay, und ab diesem Punkt muss ich dann tatsächlich sagen, er hat's versucht, er hat's geschafft. Er hat's noch drauf, er kann die Frau noch bezirzen und sie umgarnen. Und ich glaube, dabei belassen wir es dann auch. Wir sind immerhin verheiratet, das Thema hatten wir vorhin schon. Möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass unser Charakter diese Entscheidung treffen würde. Und wir kriegen immerhin 300 Erfahrungen in unserem, auf unserem Lebenswandel. Was schon sehr, sehr gut ist. Und da ist er wieder, der Hirsch in Weiß. Er lässt uns einfach nicht in Ruhe. Was passiert denn jetzt? Als die Tage vergehen und keine Weißen mehr in den Geschichten auftauchen, die mir zu Ohren kommen, werde ich rastlos. Jemand muss das Tier doch gesehen haben. Was ist mit den Bauern, die überall in der Landschaft herumlungern? Vielleicht sollte ich die um Unterstützung bitten. Okay. Entsendet ein Schreiben. Da kriegen wir... Wenn wir ein Schreiben senden, bekommen wir 42 Anspannung, kritischer Wert, weil wir arrogant sind? Okay, das ergibt sich mir jetzt nicht. Also das macht für mich keinen Sinn. Nur weil wir arrogant sind, können wir doch wohl als Graf oder Oberhäuptling Briefe losschicken. Na gut, okay. Das zweite, ich werde Udalrich schicken. Okay, wer ist Udalrich? Einer unserer Champions. Eigenwillig, religiös, einfach unzüchtig. Und lüstern, okay. So tief werde ich nicht sinken. Ihr jagt nicht weiter nach dem Tier. Ja, okay, jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also wir werden nicht aufhören, nach diesem Tier zu jagen. Das hatten wir letztes Mal schon. Ich kann es mir nicht vorstellen. Selbstwert und dann noch der Fleiß. Entsendet ein Schreiben. Oder ich werde Uldarich schicken. Uldarich ist ein mittelmäßiger Champion. Ja. Ich denke, dass Uldarich arrogant genug ist, um dieses Schreiben selber zu entsenden. Warum wir da diese 42 Anspannungen bekommen, erschließt sich mir einfach nicht. Und wir setzen noch 150 Prestige ein. Gut, die 150 Prestige tun uns jetzt nicht besonders weh, wir haben über 1200. Aber ich tendiere dazu, das zu tun. Er würde das selbst machen. Er will diesen Hirsch unbedingt. Oder ist er vielleicht arrogant genug, um zu sagen, ich werde diese Drecksarbeit jemandem einfach überlassen. Das könnte eigentlich beides so ein bisschen passen. Normalerweise müsste ich jetzt darum würfeln. Ich habe jetzt allerdings gerade keinen Würfel zur Hand. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Ja. Fürs nächste Mal werde ich mir auf jeden Fall noch einen Würfel zur Seite legen. Entschuldigt, das habe ich einfach vergessen. Ich
bin aber auch gespannt, was passiert, wenn wir jetzt diese Anspannungsstufe erhöhen. Deswegen, wir werden diesen Brief selber schreiben. Okay. Und wir sind überwältigt von unserer Anspannung und haben einen geistigen Zusammenbruch. Okay. Was passiert jetzt? Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern. Solch finstere Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab, halten mich nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diesen geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Okay, jetzt geht's los. Ich will wohltätig spenden, um meine Sünden wieder gut zu machen. Arrogant. Sünden? Ich? Das glaube ich nicht. Vielleicht hilft es, wenn ich mal einen hebe. Er wird die Eigenschaft Trunkenbold bekommen, verliert 35 Anspannung. Und wenn ich in 5 Jahren noch immer angespannt bin, oder wenn er in 5 Jahren immer noch angespannt ist, könnte ein weiterer geistiger Zusammenbruch aufploppen. Okay, ich muss stark sein und mich gegen solche Impulse wehren. Okay, ich tendiere zu, vielleicht hilft es, wenn ich mal einen hebe. Ich meine, das haben die Kerle doch schon immer ganz gern gemacht, wenn sie mal Stress hatten, ob früher oder heute. Und wohltätige Spende auf keinen Fall. Ja, ich denke, mal so richtig einen sich hinter die Binde zu kippen, das könnte schon mal helfen. Er wird dann zwar Trunkenbold, aber ich muss stark sein und mich gegen solche Impulse wehren. Na, das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, selbst wenn man arrogant ist, man merkt mit der Zeit selber, dass mit einem was nicht stimmt und dass man irgendwas ändern muss. Und er ist nicht der Typ, der spenden würde. Andererseits, er ist auch gerecht. Ja gut, aber gerecht heißt jetzt nicht, dass man anderen Leuten sein Geld schenkt. Nee, wir gehen einheben. So. Und wir sind Trunkenbold. Was ist das für uns? Wir haben ein -2 auf Verwaltung, -2 auf Kampfgeschick und wir haben einen Gesundheitsmalus, einen winzigen. Okay. Ulrich hat zur Flasche gegriffen, um auf ihrem Grund nach etwas zu suchen. Und jetzt, er hat auch ein ganz rotes Gesicht und zu Augen bekommen. Ja, das ist ja hervorragend. Okay. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Bei einer Belagerung. Dann haben wir Wolin damit auch erobert. Wir haben 82%. Ich glaube, eine weitere Schlacht würde gar nicht ausreichen, um unseren Kriegsstand so weit zu erhöhen, dass wir Frieden schließen können. Ich. Wir marschieren nach Stettin. Und werden noch Stettin erobern. Versorgung. Sieht noch gut aus, 100 von 100 und wir hatten oder haben jetzt Zermürbung von 1%. Das ist total zu verkraften. Okay. Werden Sie uns nochmal angreifen mit 1200 Mann? Einstweiliges Misstrauen. Es ist allgemein bekannt, wie sehr höfliche Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen, untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Entschuldigung. Es geht um Valenti, unserem Sohn. Unsere Vedunia, also unsere, ja, sowas wie unsere Bischöfin, ja. Und unser Ratsspitzel. Ups. Genau, Anna. Und ich werde sofort damit beginnen, Gerüchte in die Welt zu setzen. Aufgrund der Gerüchte Misstrauen meiner Höflinge einander, Valentin sind alle 40 Meinungen. Valentki, Stenka und Anna verlieren wechselseitig 40 Meinungen. Und wir erhalten 100 Ränke Spiel Lebenswandel. Oder die Gerüchte werden als Geschwätz abgetan und wir zahlen 75 Prestige.
Die andere Auswahlmöglichkeit ist, solange ich ein paar Spione unter ihnen platziere, kann mir nichts zustoßen. Ich erhalte 5 Jahre lang Hofspitzel, was uns einen Komplottwiderstand plus 8 bringt. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, weil er besessen ist, dass er auch misstrauisch wird. Seine Wahrnehmung und die Fähigkeiten werden beeinflusst. Ja, seine Wahrnehmung ist beeinflusst. Und darum geht es mir jetzt gerade. Und da er selbst so ein unglaublicher Ränkespiel, so ein Intrigenspinner ist, wird er vielleicht, ja, der hat so ein bisschen Angst. Der ist misstrauisch. Und ich kann mir vorstellen, na, Hofspitzel, ich werde sofort darin Gerüchte in die Welt zu setzen. Na, wir sind gerecht. Nee. Wir sind gerecht. Ich glaube nicht, dass wir Lügen in die Welt setzen würden, nur um irgendwelchen Leuten zu schaden. Ich glaube, wir tendieren dann eher dazu, zu unserem Hofspitzel, was uns den Komplottwiderstand gibt. Ich glaube, das ist eher so nach seinem Können, ja, und nach seiner Einstellung. Ja, ich werde einen Hofspitzel platzieren und mal sehen, ob die irgendwas zu verbergen haben. Wir können nur noch 2 Besitztümer haben? Ach so, ja, genau, weil unsere Verwaltung gesunken ist. Jetzt können wir sogar nur noch 2 eigene Domänen haben. Okay, sobald dieser Krieg zu Ende ist, müssen wir unbedingt dann sofort ein paar Grafen ändern. Und das werden wir dann in der nächsten Folge tun, genauso wie unseren Krieg zu Ende bringen. Wir sehen ja, Pommern und Pommerellen, die haben nicht mehr viel aufzubieten. Niederschlesien jagt gerade die Pommerellsche Armee. Und die pommersche Armee traut sich schon gar nicht mehr die Belagerung, oder versucht schon gar nicht mehr die Belagerung zu durchbrechen. Ja, ich glaube, das Ding haben wir gut in der Tasche. Mit plus 87% werden wir dann in der nächsten Folge einen guten Sieg einfahren können. Und dann geht es erstmal so ein bisschen an die Bürokratie in unserem eigenen Reich. Und dann gucken wir mal, wer eventuell ein neuer Graf wird oder welcher unserer Champions es sich im Krieg verdient hat, eine Provinz zu bekommen und somit ja, auch Graf zu werden. Okay, Leute, bleibt gesund und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Euer Sammy, ciao!